US-Präsident Joe Biden hat an diesem Mittwoch in Washington angekündigt, Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams an Kiew liefern zu wollen. Die Lieferung sei ein weiteres Zeichen der Entschlossenheit der NATO. Die US-Regierung bestellt die Panzer bei der Industrie, weswegen noch unklar ist, wann diese in die Ukraine ankommen werden. Heute gebe ich bekannt, dass die Vereinigten Staaten 31 Abrams-Panzer in die Ukraine schicken werden, was einem ukrainischen Bataillon entspricht. Verteidigungsminister Austin hat diesen Schritt empfohlen, weil es die Fähigkeit der Ukraine zur Verteidigung ihres Territoriums verbessern wird, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Abrams-Panzer sind die leistungsfähigsten Panzer der Welt. Sie seien allerdings auch extrem komplex in Betrieb und Wartung. Die Zeit bis zur Lieferung soll deshalb dafür genutzt werden, die ukrainischen Truppen an den Abrams auszubilden, erklärte der US-Präsident. Nur einige Stunden zuvor hatte Deutschland ebenfalls angekündigt, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard bereitzustellen.